Ich werde öfter gefragt, wie ich zu meinem natürlicheren, gesunden Lebensstil gekommen bin. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann hat sich das für mich eigentlich so nach und nach entwickelt. Was für mich mittlerweile ein ganz selbstverständlicher Teil von meinem Leben ist, ist vielleicht für andere gar nicht so selbstverständlich. Und deshalb habe ich jetzt meine 10 besten Lebensdetox-Tipps zusammengefasst, die sich auf verschiedene Bereiche beziehen. Körperliche Entgiftung soll der Regeneration dienen und das System neu starten, damit man mit mehr Energie und Wohlbefinden durchs Leben geht. Man wird angehäufte Toxine los und dadurch auch so Symptome wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Erschöpfung, Verdauungsbeschwerden und auch bestimmte Krankheiten. Fasten oder eine Detox-Kur sind super kraftvoll, bringen aber in meinen Augen nichts, wenn man seinen Körper grundsätzlich immer mit sehr ungesunden Lebensgewohnheiten belastet. Ich bin also kein Fan von diesem Quick-Fix. Blödes Beispiel jetzt vielleicht, aber so irgendeinen Instagram-Detox-Tee ab und zu trinken, dann aber am Wochenende saufen gehen oder rauchen oder keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich bin überzeugt von dauerhaften Veränderungen, die man mit kleinen, sanften, aber sicheren Schritten Stück für Stück in seinen Alltag aufnehmen kann, sodass dieser natürliche, gesunde Lebensstil einfach die Normalität wird. Niemand soll oder muss jemals alles perfekt machen. Aber so ein kleines bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, lohnt sich manchmal, um wirklich langfristig komfortabler zu leben. Und ich habe mir jetzt den Dezember ausgesucht, ganz einfach, weil diese Tipps dann hoffentlich so ein paar von den oft doch sehr radikalen Neujahrsvorsätzen ersetzen oder auch begleiten können. Ich hoffe, das ist hilfreich für euch. Erstens, iss bewusster und cleaner. Du bist, was du isst, kann man wirklich wortwörtlich nehmen. Es ist nun mal so, manche Lebensmittel sind rein faktisch einfach nahrhafter und unterstützen die natürlichen Körperfunktionen, andere sind einfach belastender. Unser Körper will entgiften und sich regenerieren, also kann man einfach das essen und trinken, was ihn dabei unterstützt, gut zu verdauen und zu verstoffwechseln. Zum Beispiel grünes Blattgemüse, Obst generell, Gemüse, Vollkorn, Hülsenfrüchte, Kräuter, Nüsse und Samen, auch reinigende Gewürze, also alles, was die Entzündungswerte des Körpers senkt und ihn basisch hält, die Arterien und so das Herz gesund hält. Selber zu kochen hilft dir einfach, ein Bewusstsein für das, was du isst, zu bekommen. Viel trinken spült dein Körper natürlich durch. Wir wissen das alle, es ist aber nochmal was ganz anderes, das auch wirklich zu machen. Wasser an Nummer 1 und Kräutertees, Pflanzenmilch, und auch frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte, Smoothies, ist alles voller Vitamine und entlastet gleichzeitig den Darm. Ballaststoffe sind aber auch wichtig für eine gute Verdauung. Ich denke mir also, warum nicht cleaner essen, statt erst zu entgiften, wenn es fast schon zu spät ist und sich unnötig viele Toxine angehäuft haben. Also dein Essen ist deine Medizin. Zweitens, miste regelmäßig aus und kauf bewusster. Fang ganz einfach mit dem Kleiderschrank an. Was passt dir? Worin fühlst du dich richtig wohl und blühst auf? Was ziehst du wirklich an? Was ist schon kaputt und nimmt nur Platz weg? Kleiderschrank voll, aber nicht zum Anziehen. Wahrscheinlich, weil du viel zu viel Mist angesammelt hast. Und je besser man sich und seinen Stil kennt, umso leichter kann man sehen, was wirklich überflüssig ist. Ein paar gute Basics und noch ein paar besondere Stücke mehr brauche ich zum Beispiel nicht. Man kann gut erhaltenes spenden oder verkaufen, nähen lassen oder upcyclen. Und das, wo man noch unsicher ist, kann man weglegen und dann gucken, ob man es vermisst. Und wenn nicht, weg damit. Jetzt kannst du klar sehen, was du hast, und beim Shoppen würde ich mich als jemand, der eher zu viel kauft, mal fragen, brauche ich das und ziehe ich das wirklich an, statt nur, will ich das jetzt? Und dann eher ein gutes Stück, statt viel kurzlebige Sachen zu kaufen und das Geld vielleicht in nachhaltige, handgemachte oder faire Klamotten stecken. Gilt auch für Modeschmuck und Schuhe. Weniger, aber mit Qualität zu besitzen, das lässt einen sich leichter fühlen. Auch mal die anderen Räume ausmisten befreit, also zum Beispiel das Bad. Was brauchst du? Was ist leer? Sachen erstmal aufbrauchen und sortieren und natürlich auch putzen, sodass man sich wohlfühlt. Je minimalistischer du die Ablageflächen hältst, desto angenehmer auch fürs Auge. Also Chaos kann wirklich Stress pur sein und deswegen tut Aufräumen immer gut. Drittens, tausch die Produkte im Bad aus. Deine Haut ist dein größtes Organ und auch die entgiftet. Und meistens spiegelt die den Zustand deiner inneren Entgiftungsorgane wider. Fang ganz einfach beim Make-up an. Viele benutzen das jeden Tag und lassen es dadurch sozusagen stundenlang auf der Haut einwirken. Und wenn ein Produkt voller Toxine steckt,
dann belastest du damit deine Entgiftungsorgane. Beim nächsten Kauf kannst du dich mal im Naturkosmetikregal umgucken. Seifen, Shampoos, Zahncreme, Cremes kannst du nach und nach ersetzen, wenn es leer wird. Vom giftigen Plastik zu nachhaltigeren Materialien wechseln. Das fängt beim Duschvorhang an und hört bei der Zahnbürste auf. Tampons und Binden natürlich auch. Immer möglichst die clean Version benutzen. Und Deo auch super wichtig für das Lymphsystem zum Beispiel. Am besten ohne Aluminium und wenn es geht noch cleaner. Das ist unter anderem wichtig für die Brustkrebsvorsorge. Und beim Umstieg kannst du zum Beispiel ein paar Mal mit Lavaerde oder Heilerde vermischt mit Apfelessig oder Wasser als Paste entgiften. Das befreit die Drüsen, wirkt gegen Geruch und auch dunkle Verfärbungen. Viertens zählt auch zur Entgiftung über die Haut. Dazu zählen auch die Schleimhäute und du kannst zum Beispiel damit anfangen, Ölziehen zu machen. Dafür nimmst du einfach direkt nach dem Aufstehen einen Esslöffel Kokosöl oder ein anderes Öl in den Mund, kaust darauf und spülst es sozusagen durch deinen Mund, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Währenddessen kannst du auch ganz andere Sachen machen. Auf keinen Fall schlucken, ganz wichtig. Das zieht nämlich genau die Toxine aus deinem Mund raus und hilft unter anderem, die Zahngesundheit zu verbessern, hilft gegen Mundgeruch und auch Belastungen der oberen Atemwege. Wenn du fertig bist, kannst du zum Beispiel mit ein bisschen Salzwasser durchspülen oder einfach direkt Zähne putzen. Manche machen das jeden Tag. Ich würde aber empfehlen, das vielleicht alle 2 oder 3 Tage zu machen. Das reicht auch. Make-up benutze ich jetzt seit ungefähr einem Jahr nicht mehr. Also ich meine damit Foundation oder BB-Cream oder sowas hier so über die ganze Haut verteilt. Wenn, dann ganz minimal, so ein bisschen unter den Augen, Augenbrauen, Lippen. Und das hat meiner Haut auch total geholfen, sich zu entgiften. Außer regelmäßigem Gesicht waschen kann eine Maske oder ein Peeling auch wie ein Neustart sein. Zum Beispiel mit entgiftenden, ausgleichenden Stoffen wie Apfelessig und Lavaerde und dazu vielleicht noch Aktivkohle. Einfach eine Paste daraus anrühren und dann auf die saubere Haut auftragen. Vorsicht bei sensibler Haut, die Maske ist sehr, sehr stark. Wenn man wirklich empfindlich ist, nimmt man vielleicht eher Heilerde und statt Apfelessig nur Wasser. Und ich lasse die Maske auch nur kurz einwirken, nicht bis sie ganz getrocknet ist, sondern spätestens dann, wenn ich so ein leichtes Kribbeln spüre, weiß ich, es ist Zeit abzuwaschen. Meine Haut ist danach leicht gerötet, das ist aber nicht weiter schlimm und das geht auch nach ein paar Minuten weg bei mir. Für sensiblere Haut würde ich zum Beispiel die Ölreinigungsmethode empfehlen. Und natürlich zählt zur Entgiftung der Haut auch regelmäßig die Kopfhaut zu entgiften. Da kann man auch ganz einfach mit Lavaerde oder mit Apfelessig entgiften und gleichzeitig damit die Haare reinigen von ganz vielen Produktablagerungen. Das fördert den Haarwuchs, wirkt auch gegen Kopfschmerzen und auch sowas wie Schuppen. Dampfbäder, Peelingbürste, ab und zu in die Sauna gehen, das entgiftet natürlich alles auch die Haut. Nächster Tipp ist ab und zu mit Magnesiumsulfat zu baden. Und ich habe vor kurzem eins bei TK Maxx entdeckt, das ist einfach nur so himmlisch, das riecht so gut, das ist also Magnesiumsulfat mit reinen ätherischen Ölen und die Mischung ist einfach zum Reinlegen. Ich hätte am liebsten 10 Packungen mitgenommen. Davon ein bisschen ins Badewasser, das entspannt nicht nur die Muskeln, sondern entgiftet auch. Danach fühlt man sich echt wie neugeboren. Auch super entgiftend ist zum Beispiel in Aktivkohle oder Heilerde zu baden. Massagen sind auch eine tolle Art zu entgiften, also sich entweder natürlich richtig massieren zu lassen oder einfach das Eincremen immer so ein bisschen zur Massage zu machen. Das fördert die Durchblutung und Entschlackung im Körper, das tut unheimlich gut, entspannt und entgiftet letztendlich auch. Ich massiere auch total gerne bei jeder Gelegenheit meine Füße, zum Beispiel abends vorm Einschlafen mit ein bisschen Arobalm oder ätherischen Ölen. Das regt auch den Blutfluss an, stärkt das Immunsystem, entspannt und hilft beim Einschlafen, sodass der Körper ganz natürlich entgiftet. Das nächste ist speziell für Frauen echt wunderbar. Das ist eine traditionelle Methode für gynäkologische Gesundheit oder speziell auch für Postpartum-Regeneration, also wenn man gerade ein Baby bekommen hat, und zwar Yoni-Dampfbäder. Das ist ganz einfach heißes Wasser mit Kräutern, über das man sich drüber hockt oder setzt, sodass die Dämpfe schön wirken können. Da gibt es verschiedene Kräutermischungen und man kann sich auch auf verschiedenste Arten da hinsetzen. Es gibt so einen speziellen Hocker, aber wenn man den nicht hat, dann kann man sich einfach im Squat drüber setzen. Einfach ein bisschen erfinderisch sein, um eine gute und bequeme Position zu finden. Das ist gut zur Hygiene nach der Blutung, um Krämpfe zu lösen, Empfängnisprobleme, Infektionen, Zysten, Myome, Trockenheit und. Abgesehen davon ist es eins der angenehmsten, wohligsten Gefühle überhaupt, glaub mir. Fünftens, kümmere dich um deinen Darm.
genau gesagt um Darm, Galle, Leber, Niere und Lunge. Aber jetzt ganz speziell auf den Darm bezogen, da hilft es, ballaststoff- und vitaminreich zu essen, Probiotisches zu essen, zum Beispiel mehr Sauerkraut, Miso, Kombucha, also fermentiertes Essen, stärkt die guten Darmbakterien, wodurch der Darm besser arbeiten kann und natürlich entgiften. Was sich auch ganz leicht in den Alltag einbauen lässt, ist zum Beispiel ab und zu Collagen-Kapseln zu nehmen. Das sind Kräuterkapseln und die kann man vor dem Schlafengehen einnehmen. Ich mache das gerne in Stressphasen oder auf Reisen vorsorglich. Das entgiftet, ohne die Darmflora zu stören. Und wer sich mehr über Darmgesundheit informieren möchte, der kann sich mal mit seinem Arzt beraten, zum Beispiel im Bereich Ayurveda oder traditionelle chinesische Medizin. Da gibt es immer ganz, ganz tolle ganzheitliche Ansätze. Zum Thema Schlaf sagt die traditionelle chinesische Medizin, jedes Organ hat seine Arbeits- und Ruhephasen, so auch der Darm oder zum Beispiel die Leber, die super eng in Verbindung miteinander stehen. Nur tiefer, ungestörter, erholsamer Schlaf lässt den Körper auch richtig entgiften. Um meinen Körper zu unterstützen, schalte ich zum Beispiel abends auf eher warmes Licht, unter anderem am Handy, und ich gucke, dass ich früh genug vom Handy und Computer oder Fernsehen zu Aktivitäten wechsle, die die Augen nicht zu sehr reizen. Sechstens, sortier und befrei regelmäßig deine Gedanken. Ich schreibe am liebsten auf, entweder direkt nach dem Aufstehen, abends oder einfach zwischendurch. Das hilft mir, emotionale und mentale Stabilität zu bekommen, mich zu erden, zu entspannen, mich um mein Leben zu reflektieren, mit neuen Gedanken zu spielen, zu träumen und mich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Glaubt mir, Leute, es gibt nichts Geduldigeres als Stift und Papier. Man kann Ballast abwerfen und man gibt sich sozusagen einen Anker und kann danach mit freiem Kopf weitermachen. Zum Fokussieren zählt auch, Ziele zu formulieren. Ich bastle mir jedes Jahr ein Vision Board, auf dem ich meine Jahres- oder Lebensziele kreativ festhalte. Bevor ich das mache, gucke ich mir nochmal das vom letzten Jahr an und ich bin jedes Mal fassungslos, wie viel davon wirklich 1:1 wahr geworden ist oder sogar übertroffen wurde. Einfach aufmalen oder schreiben, was dich inspiriert, was du erreichen möchtest. Je präziser du schreibst, desto besser. Fotos aus Heften ausschneiden oder Wörter und dann aufkleben. Alles schön gestalten, sodass es dich echt inspiriert. Angucken und dann wegpacken. Bis zum nächsten Jahr. Siebtens, komm ins Schwitzen und beweg dich. Kurbel den Stoffwechsel an, stärkt das Herz, hilft dem Körper zu entgiften, fördert die Verdauung. Ich liebe Yoga echt über alles. Und es gibt auch spezielle Detox-Übungen, die man machen kann. Egal wie, es tut dem Körper einfach gut. Genauso wie regelmäßiges Stretchen und ansonsten einfach jeden Tag mindestens ein bisschen spazieren gehen, Treppen steigen. Hauptsache, man stagniert nicht wortwörtlich durch zu viel Sitzen oder Liegen. Lass das Blut öfter fließen und pulsieren. Ich gehe gerne mal zu Fuß irgendwo hin oder nehme das Fahrrad. Ganz besonders, wenn ich den ganzen Tag beim Arbeiten gesessen habe. Atmen entgiftet auch. Tiefe, lange Atemzüge. Wir atmen alle, aber wie oft am Tag? Viel zu flach. Also wann auch immer du das nächste Mal dran denkst, nimm einen richtig tiefen Atemzug. Jetzt ist eigentlich genau der perfekte Zeitpunkt, also. Apropos Luft, mit einem Diffuser oder regelmäßigen Räuchern und natürlich auch Lüften kannst du die Luft in deinem Zuhause verbessern. Paraffinkerzen ersetzen und ganz viele Pflanzen verteilen. Pflanzen filtern unsere Luft ganz natürlich und sind ganz nebenbei auch einfach nur wunderschön im Raum. Genauso wie Salzkristalle. Langfristig gesehen sind Wasserfilter auch eine sinnvolle Investition, um Kalk, Chlor, Keime, Schwermetalle und andere Schadstoffe zu filtern. Kann mit was Bezahlbarem starten und dann auf was Qualitativeres sparen. Wenn du noch Pfandflaschen benutzt, dann kannst du ja zum Beispiel das Pfandgeld einfach immer zur Seite legen, um zu sparen. Neuntens, befreie dich von belastenden Einflüssen und auch Menschen, die du nicht verkraften kannst. Das ist okay. Ganz leicht angefangen, Social Media Detox, Profilen entfolgen, deren Posts du eigentlich gar nicht sehen möchtest oder die dich eigentlich immer nur runterziehen, Benachrichtigungen ausschalten, also von Push- zu Pull-Benachrichtigungen wechseln, öfter mal in den Flugmodus gehen, wenn du dich konzentrieren möchtest und nicht von Gott und der Welt gestört werden willst, Nein sagen, wenn du Nein sagen willst, falsche Freunde, toxische, missbräuchliche, missgünstige Menschen müssen keinen Platz in deinem Leben haben. Und ich spreche auch von Familienmitgliedern. Und ich weiß, das ist einer der härtesten Tipps, aber auch einer der wichtigsten. Wir sind soziale Wesen und die Beziehungen sind so der Kern unseres Lebens. Und entweder die stärken oder schwächen uns. Sich von Menschen zu lösen, schenkt denen, die eigentlich nur darauf warten, mit viel Liebe in dein Leben zu kommen, eine Chance. Und vor allem aber auch
dir selber, so wie du wirklich bist. 10. und letzter Tipp, wenn ihr eine Detox-Kur macht oder fastet, dann lasst euch von einem Experten beraten oder begleiten, um euch keinem Risiko auszusetzen. Und vergesst nicht, dass jede Art von Entgiftung, ob jetzt körperlich oder mental, ein großer Energieaufwand für euren Körper ist und ihr müsst immer genügend Zeit einrechnen, um zu entspannen und euch zu regenerieren. Wie ihr seht, sind es für mich also die kleinen Dinge, die das große Ganze ausmachen. Und wie gesagt, in kleinen, sanften, aber sicheren Schritten kann man die größten Veränderungen vollziehen, ohne sich dabei verrückt zu machen. Und wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ist das viel, dann vergesst nicht, ihr habt euch gerade ein Video angeguckt, was das zusammenfasst, was sich bei mir über Jahre zusammengesetzt hat. Und es kann super schnell gehen, es kann aber auch lange dauern und beides ist gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Detox-Dezember oder wann auch immer ihr das guckt. Ich hoffe nämlich, dass das Video eins ist, auf das ihr immer wieder mal im Jahr zurückkommen könnt, weil es eben nicht nur eine einmalige Challenge oder sowas ist. Ich hoffe, ihr passt gut auf euch auf und ich sehe euch dann im nächsten Video.